Durch die Rechnung ist es eigentlich zurzeit nicht möglich. Ja, ein Dankeschön geht an meine Mitarbeiterin Frau Georg-Prochnow für die Vorbereitung dieser Veranstaltung. Ein weiteres Dankeschön geht an Franz Josef Lauer, der Geschäftsführer der Boricelli-Stiftung. Er wird uns auch gleich in die Geschichte der Boricellis einführen. Herr Lauer, vielen Dank, dass wir dieses Konzert heute hier im Stift durchführen dürfen. Ja, unser Kulturprojekt Kirchen sind Heimat ist 2019 sehr erfolgreich in der Verbandsgemeinde, in der neuen Verbandsgemeinde Simmern-Rhein-Bölln gestartet. Ziel war und ist es, in unseren Kirchen, die ja eng mit dem Heimatbegriff verbunden sind, auch kulturelle Veranstaltungen durchzuführen. 2020 sind leider alle Veranstaltungen ausgefallen. Wir hoffen, dass die 5 Veranstaltungen, die wir in 2021 geplant haben, auch durchgeführt werden können. Die heutige Veranstaltung noch ohne Publikum, aber auch ich hoffe, dass die weiteren Konzerte dann mit Zuschauern wieder in unseren Kirchen stattfinden. Ja, neben der heutigen Veranstaltung haben wir noch folgende Veranstaltungen geplant. Am 30. Mai in der Kirche in Riegenroth. Das Vaterunser in Mundart wird uns von Josef Peil dargeboten. Und die Gruppe All the Jazz wird aufspielen. Am 27.06. sind wir im Hunsrückdom in Ravengiersbusch. Das Bernstein-Trio wird dort spielen. Am 26.09. in der Evangelischen Kirche in Argenthal. Der Musikverein Argenthal hat dort ein Heimspiel. Und am 17. Oktober in der katholischen St. Josef-Kirche in Simmern das Quartett Sine Numine wird uns Gospels and More darbieten. Am heutigen Abend werden Sie von den Ladybirds unterhalten. Das Trio besteht aus Heike Michaelis, Gesang und Klavier, Nina Hacker am Kontrabass und Uta Wagner, ein Simmerner Mädchen aus der Michenstraße, gleich neben mir hier, die Tochter von Ursel und Werner Wagner, sie am Schlagzeug. Ja, uns erwarten klassische Jazznummern wie Fly Me to the Moon oder Basin Street Blues, bekannte Popstücke von Sting bis zu den Crusaders und Bossa Nova. Ich wünsche uns nun allen gute Unterhaltung und darf das Mikrofon dann direkt an Herrn Franz Josef Lauer übergeben. Ja, Herr Boos, meine Damen und Herren, ein herzlicher Gruß hier aus der Marienkapelle im Boricelli-Stift in Rheinböllen. Ich begrüße die Ladybirds, die heute hier dieses schöne Konzert aus dieser wunderbaren Kapelle betragen. Ich begrüße auch die zahlreichen Zuschauer, die unser Digitalkonzert heute verfolgen, insbesondere möchte ich meine Freunde in Brasilien grüßen, Bernardo Schneider und Lukas Grave, Chorleiter und Dirigent Colegio Teutoni aus Brasilien, die gesagt haben, das lassen wir uns nicht entgehen. Wir waren schon hier in Rheinböllen, da wollen wir mal sehen, was ihr auf die Beine stellt. Meine Damen und Herren, ich soll Ihnen heute etwas über die Geschichte dieses Boricelli-Schiffs und der Boricellis erzählen, das tue ich gerne. Lassen Sie mich etwas zu den Boricellis sagen.
Sie hören es vom Namen her und wissen es schon, es ist kein deutscher Name. Die Puricellis, die sind Italiener gewesen, sie kamen vom Comer See und haben Handelsgeschäfte betrieben, sind dann in Meisenheim am Clan ansässig geworden. Und der erste Sohn der Familie, Karl Puricelli, Karl der Erste genannt, der hat eine Rheinböllerin geheiratet, nämlich die Margarete Utsch. Die Margarete Utsch war die Tochter des legendären Jägers aus Kerfalz, jedenfalls einer der Titelhelden Jäger aus Kerfalz. Dem hat Kaiser Wilhelm II. 1915 hier im Sohnwald ein Denkmal des Jägers aus Kerfalz gesetzt. Dieser Jäger aus Kerfalz, Friedrich Wilhelm Utsch, der war der Hüttenherr der Utschenhütte, die hier damals schon aus Holz und Holzkohle, Eisen und Eisenerz gewonnen hat. Karl der Erste Puricelli hat diese Dame geheiratet und hat dann die Dynastie der Puricellis hier in Rheinböllen begründet, die quasi von 1805, da hatte er geheiratet, bis 1962 angehalten hat. Der letzte Puricellis, Baron Puricelli, hatte keine Kinder mehr gehabt und damit ist die Linie Puricelli ausgestorben. Und er hat dieses erfolgreiche Unternehmen dann verkauft an die Firma Wilhelmi auf der Rheinböller Hütte. Und später hat dann Alfred Thewes diese Werksanlagen auf der Rheinböller Hütte gekauft und dort Bremsen hergestellt. Die werden auch heute noch hergestellt. Heute ist die Firma Continental Thewes hier in Rheinböllen der größte Arbeitgeber. Noch müssen wir dazu sagen. Ja, die Puricellis Eisenwerk hergestellt. Die wurden auch die Eisenbarone genannt. Damals gab es noch nicht die Kohle, mit der man das Eisen herstellen konnte. Deshalb war hier der Hunsrück mit seinen Wäldern prädestiniert für die Holzkohle, die man gebraucht hat. Die Puricellis haben 3 Hochöfen und 3 Kupolöfen betrieben hier und alle möglichen Eisen- und Gusswaren hergestellt. Wer hier aufmerksam durch den Hunsrück geht, sieht überall Brunnen, Tröge, die alle von den Puricellis kamen, aber auch insbesondere ganz hervorragend verzierte Gussöfen. Eine Besonderheit war auch noch, dass die Puricellis in ganz Deutschland, im Reich, wie es damals hieß, auch Gaslaternen und Gaswerke, die ersten Gaswerke betrieben haben. Wir müssen uns vorstellen, damals hat es noch keinen elektrischen Strom gegeben und nachts wurden die Gaslaternen von den Nachtwächtern angezündet. Und das haben die Puricellis hervorragend gemacht. Die hatten in Trier und überall Krefeld, Freiburg entsprechende Gaswerke. Also Rheinböller Eisengeschichte ist hier in Rheinböllen eine besondere Geschichte. Ja, die Puricellis haben aber auch Stiftungen gemacht und heute sind wir hier in der Puricellischen Stiftung. Sie waren ja sehr vermögend und sie haben dieses Vermögen auch eingesetzt und haben dann hier in Rheinböllen die Stiftung Katholisches Waisenhaus entsprechend gestiftet. Weiterhin in Bad Kreuznach ein Krankenhaus, in Bingen ein Blindenheim und auch in Trier diese Knabenanstalt, die es heute noch gibt, Helenenberg. Auch das wurde von den Puricellis seinerzeit gestiftet. Unsere Stiftung hier in Rheinböllen wurde 1864 von Heinrich und Eugenie Puricelli gegründet und ihre Töchter waren es, die das hier weiter betrieben haben und hier insbesondere die Franziska Puricelli, die auch hier in einer Gruft, in einem Sarkophag in dieser Kapelle ihre letzte Ruhe gefunden hat. Die Franziska Puricelli war eine sehr gebildete Dame,
Man muss sich das vorstellen, damals zu dieser Zeit war nicht allen Frauen der Zugang zu Schulen und allem Möglichen ermöglicht. Franziska Porricelli konnte das aber tun. Sie war auf der Weltausstellung in Paris, hat mit Künstlern Kontakte gehalten und hatte also auch ein umfangreiches Wissen. Sie war es auch, die mit ihrem Wissen dann gesagt hat, wir wollen hier auch eine wunderschöne Kapelle errichten, und hat einen Kölner Architekten, den Heinrich Wiethase, gefunden. Den hat sie engagiert und der hat hier diese ganzen Einrichtungen, das Waisenhaus, das Krankenhaus mit ganzen Ökonomiegebäuden entsprechend geplant, ganzheitlich geplant. Heute brauchten wir 40 Fachingenieure dazu, um so etwas zu planen. Wiethase selbst hat alles gezeichnet. Er hat genau ein Bild gezeichnet, wie dieser Altar und dieser Chorraum gestaltet werden muss. Er hat jede Tür gezeichnet, welche Beschläge dort angebracht werden und wie sie verziert werden. Das alles wurde vom Architekten entworfen, von der Franziska begutachtet, teilweise nochmal geändert und durch entsprechende Künstler aus dem Kölner, ja bis in den italienischen Raum, die beauftragt wurden, das herzustellen. Wir sprechen hier bei dieser Stiftung, die seit 2001 als Denkmalzone insgesamt als Ensemble ausgewiesen ist, von einem Gesamtkunstwerk des Späthistorismus. Ja, es ist so, warum ist das alles etwas Besonderes? Hier in dieser Stiftung ist alles noch so erhalten, wie es zur Erbauungszeit angelegt worden ist. Und das ist das Besondere. Das hat auch das Land entsprechend und auch der Bund jetzt nochmal anerkannt. Ja, wie wurde diese Stiftung Katholisches Waisenhaus genutzt? Wie schon einmal gesagt, als Waisenhaus. Dazu haben die Porricellis die Dernbacher Schwestern gewonnen, die hier ab 1861 bereits schon ein Waisenhaus und Waisenkinder betreut haben. 1888 wurde dann diese Kapelle und dieses neue Gebäude hier fertiggestellt. Und so haben die Schwestern hier bis zu 70 Waisenkinder betreut. Sie haben als Gemeindeschwestern in der Gemeinde gewirkt. Sie haben nebenan ein Krankenhaus betrieben und damals auch die Kranken hier entsprechend betreut, nicht ärztlich betreut, aber in Krankenbetten betreut. Sie haben einen Kindergarten, den ersten Kindergarten, auch hier betrieben. Das Ganze ging bis 1973. Da waren Waisenkinder nicht mehr so zahlreich vorhanden oder gefragt, oder es gab andere Möglichkeiten. Aber auch die Schwestern hatten Nachwuchsprobleme und so haben sie das nachher hier in Rheinböllen aufgeben müssen. Diese Stiftung, die stand dann vor der schwierigen Aufgabe, wie werden die Räume weiter genutzt, und wir konnten dann 1976 hier ein Alten- und Behindertenheim durch einen privaten Träger einrichten, der das hier bis 2006 als Alten- und Behindertenheim betrieben hat. Dieser private Träger des Alten- Behindertenheim hatte gesundheitliche Probleme und musste dann auch dieses aufgeben. Und da ist es dem Verwaltungsrat der Stiftung gelungen, die Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz aus Hausen an der Wied zu gewinnen, die dann diese Anlage hier im Erbbaurecht übernommen haben und darüber hinaus noch einen Neubau geschaffen haben mit 85 Plätzen für Alten- und Pflegeheim. Das historische Waisenhaus wurde dann umgebaut mit 13 Apartments für seniorengerechtes Wohnen. Und so wird diese Stiftung seit 1888 dann auch heute noch zunehmend genutzt. Jedes Denkmal ist immer so gut, wie es auch genutzt und auch gepflegt wird. Wir haben allerdings hier in dieser Kapelle einige Schäden,
die es zu beseitigen gilt. Und da hat sich dieser Stiftungsrat hier auf den Weg gemacht, das Ganze zu erfassen. Wir haben die Schäden hier insgesamt an diesem Denkmal einmal untersucht. Rund 1 Million Euro wären hier zu investieren. Das kann die Stiftung sich nicht leisten, weil das Stiftungsvermögen durch die beiden Weltkriege und die Inflationen hier ganz wesentlich geschrumpft ist, also kaum noch etwas danach vorhanden war. Wir haben aber hier für die Renovierung und Restaurierung dieser Kapelle den Bund und das Land gewonnen, die dieses Denkmal als herausragend eingestuft haben und uns unterstützen wollen. Wir hatten hier jetzt einen ersten Bauabschnitt gebildet, der hat ein Kostenvolumen von 524.000 Euro und wir wollen im August, September mit den Restaurierungsarbeiten hier beginnen. Das Land und der Bund geben uns dazu 360.000 Euro. Am Freitag dieser Woche hat der Staatssekretär uns den Bewilligungsbescheid überbracht. Die Stadt Rhein-Wölln gibt uns 45.000 Euro dazu. Es bleiben rund 120.000 Euro für die Stiftung übrig, die wir finanzieren müssen. Und dazu haben wir einen Spendenaufruf gestartet und auch die Bevölkerung um Spenden gebeten, um dieses Kleinod hier zu erhalten. Wenn Sie also Interesse an unserer Einrichtung haben und etwas tun wollen, das Spendenkonto oder die Spendenkontos, die können Sie auf unserer Internetseite www.purizellische-stiftung.de einsehen. Wir sind froh über jede Spende, die hierzu eingeht. Soweit zur Geschichte der Purizellis und dieser Stiftung, meine Damen und Herren. Ich wünsche jetzt Ihnen und uns allen noch ein schönes Konzert. Wir freuen uns auf die Ladybirds. Vielen Dank. And that's why birds do it, bees do it, even educated fleas do it. Let's do it, let's fall in love. In Spain, the best upper sets do it. Lithuanians, let's do it. Of Siamese twins, some Argentines without means do it. People say in Boston, even beans do it. Let's do it, let's fall in I'm
Auch ein herzliches Willkommen von uns, von den Ladybirds aus Frankfurt. Wir freuen uns natürlich sehr, dass wir hierher eingeladen worden sind, trotz Corona, und jetzt hier so ein schönes Team haben. Ich möchte auch mal hier ein Dankeschön sagen an das zahlreiche Techniker-Team, Video und Ton. Also das klappt alles ganz toll und ist wunderschön. Und ja, Heimat. Heimat haben wir ja jetzt ehrlich gesagt ein bisschen schon fast zu viel gehabt in letzter Zeit. Und deswegen nehmen wir sie jetzt mit in die weite Welt. Und da wir jetzt gehört haben, dass auch Menschen in Brasilien zuhören, passt natürlich unser nächster Song ganz besonders gut. Es ist nämlich aus dem Film Orfeo Negro, eine französisch-brasilianische Produktion aus dem Jahr 1959, wo es um den antiken Mythos von Orpheus und Eurydike geht, die aber irgendwie der sich im Karneval von Rio abspielt. Die Handlung ist wohl nicht so spannend, aber es gibt einige Songs, die sehr überlebt haben und zu wirklichen Standards geworden sind. Unter anderem der Song, den wir jetzt spielen, Manhã de Carnaval, am Morgen des Karneval, Black Orpheus. Thank you.
Vielen Dank, würde ich jetzt normalerweise sagen. Also ehrlich gesagt, ist jetzt mein erstes Livestream-Konzert. Deswegen sind die alten Gewohnheiten noch drin. Ich bitte das zu entschuldigen, liebe Zuhörerinnen und Zuschauer zu Hause. Jetzt geht's weiter mit einem Stück, das ursprünglich für ein jiddisches Musical geschrieben wurde. Und die Andrews Sisters haben es 1938 bekannt gemacht. Sie selber wurden mit dem Stück auch gleich bekannt und bekamen dafür als erste weibliche Vokalgruppe eine goldene Schallplatte. Bei mir bist du Shane. Of all the boys I've known, and I've known some, until I first met you, I was lonesome. And when you came inside, dear, my heart grew light, and this old world seemed new to me. By me, Mr. Shane, please let me explain. By me, Mr. Shane, means that you grin. By me, Mr. Shane, again I explain. Jetzt zieht es uns in den Süden der USA. New Orleans. Spencer Williams, der Komponist des nächsten Stückes, wuchs in einem Bordell auf. Für uns etwas fremd, aber na gut. In dieser Ballade, die jetzt folgt, The Basin Street Blues, setzt er diesem Rotlichtviertel ein Denkmal. Das Viertel existierte allerdings gar nicht mehr in der Form, als er es schrieb, und das war schon 1928, also ist schon etwas länger her damit. Aber der Song nahm seinen Weg um die Welt und Louis Armstrong nahm ihn als erster auf. Jetzt mit uns. Won't you come along with me?
Mississippi. Die sonnige Seite der Straße war zur Zeit der Rassentrennung, zur Zeit der Entstehung dieses Songs 1930, den Weißen vorbehalten. Die Sängerin dieses Songs träumt jetzt davon, von einem schöneren Leben. Der Text stammt von einer Frau, Dorothy Fields, On the Sunny Side of the Street. Direct your feet to the sunny side of the street.
crossed over. Janina Hacker am Bass mit dem wunderbaren Thema und Uta Wagner am Schlagzeug. Vielen Dank. Und weiter geht's mit einer romantischen, nee, ist eigentlich gar nicht romantische Ballade, sondern schon ein romantischer Film aus einem romantischen Film, der Titelsong Let's Fall in Love. Da will man ja nichts gegen sagen, ne? Immer ein guter Plan. Let's take a chance. Why be afraid of it? Let's close our eyes and make upon our paradise. Little we knew of it, still we can try to make it go a bit. We might have been meant for each other. Chance, why be afraid of it? Let's close our eyes and make upon our paradise. Little we knew of it, still we can try to make it go of it. We might have been meant for each other. Okay, dann eben kurz. Der nächste Song passt so richtig, richtig gut zu den Roaring Twenties, die wir ja jetzt eigentlich auch geplant hatten. Natürlich alle hatten irgendwelche 20er-Jahre-Revues ins Auge gefasst. Manche machen es ja auch, aber so richtig ab geht es jetzt doch nicht. Und genau. Oh, hoher Besuch. Genau. Und der nächste Song ist also wirklich aus den 1920er Jahren, natürlich. Und es geht um die Flapper. Wissen Sie, was Flapper sind? Ich wusste es auch nicht, vorher habe ich nachgeguckt. Und das sind unabhängige, selbstbewusste junge Frauen, die sich schminkten, rauchten und auch Hochprozentiges tranken. Also
ungefähr sowas wie wir, ne? Okay, also 5'2", Eyes of Blue. Tyrannische Liebe. Love Me or Leave Me war der Titel eines amerikanischen Filmmusicals aus dem Jahr 1955. Wir nähern uns an. Mit Doris Day in der Hauptrolle. Da geht es um die Lebensgeschichte einer Sängerin, die mit einem Gangster liiert ist. Spannend. Er bringt ihre Karriere voran, aber tyrannisiert sie mit seiner tyrannischen Liebe. Klingt spannend. Love Me or Leave Me. Love me or leave me or let me be lonely. You won't believe me and I love you only. I'd rather be lonely and happy with somebody else. You might find nighttime, the right time for kissing, but nighttime is my time for just reminiscing, regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is new. I intend to be independently blue. To love, but I don't want to borrow, to have today and to give back tomorrow. For my love is your love and no love for nobody else.
to borrow, to have today and to give back tomorrow. For my love is your love and no love for nobody else. Genau, sollen wir noch ein bisschen spielen oder wie sieht's aus? Sie stehen hier schon so, dass ich denke, wir sollen aufhören. Wie ist der Zeitplan? Noch ein bisschen? Ich sehe niemanden. Ach so, okay. Gut, dann spielen wir. Wir haben noch was. Ehrlich gesagt, man ist dann so ein bisschen... Okay, also, dann geht's jetzt weiter. Und zwar, was haben wir jetzt? Ah, genau. Yes, sir, that's my baby. Da, 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 da. Da, 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 da. Das war der Rhythmus von einem aufziehbaren Spielzeugschwein. Ja, das hatte nämlich der Freund von Gus Kahn zu Hause bei seinem Kleinkind. Und das hat ihn irgendwie inspiriert zu diesem Song. Ba, 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 ba. Yes, sir, that's my baby. Ja, ein lustiges Schwein gewesen sein. Naja, also. So. Nee, Moment. Mein Blättern klappt nicht. Hier so, here we are. Ein Soul-Song von Bobby Hebb. 1963 hat er das komponiert, und zwar in Erinnerung an seinen Bruder, Hal Hebb. Der kam nämlich einen Tag nach Kennedys Ermordung bei einer Messerstecherei in Nashville, Tennessee, ums Leben. Und Bobby Hebb hat also versucht, diese beiden für ihn so wichtigen, eindrucksvollen Ereignisse zu verarbeiten in diesem Song. Es gibt dunkle Textstellen, aber die Gedanken, das Lächeln einer Frau kann den Schmerz lindern. Ist es nicht wunderbar? Sunny. Thank you.
grace. You're my spark of nature's fire. You're my great complete desire. Sunny, one so true. I love you. 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 Dankeschön, ihr lieben Ladybirds. Wir kommen jetzt zu unserem letzten Stück und gehen nochmal nach Brasilien, zu den Freunden nach Brasilien. Und dieser Bossa Nova, Agua de Berber, ist von dem berühmten Komponisten Antonio Carlos Jobim aus dem Jahr 1963 auch und handelt davon, dass Liebe wie Trinkwasser ist, Lebenswasser, Agua de Berber. Your love is rain, my heart's the flower. Ja, das waren die Ladybirds und wir mussten uns die ganze Zeit wirklich zusammenreißen, damit man nicht mal klatschen. Ich denke, wir sollten es jetzt einfach mal tun. Ihr wart super. Das hat mir super gut gefallen. Dankeschön. Und ich glaube, das ging nicht nur uns so, das ging auch den Personen, die das daheim am Bildschirm gesehen haben, ging das nicht anders. Es war wirklich ein tolles Konzert. Ich möchte mich bei allen bedanken, bei den Niederkummer Heckeschlupper, die sind für den Film zuständig, aber auch bei den Tontechnikern, die das alles hier hingebracht haben, dem Franz Josef Lauer für seinen Vortrag. Und ich wünsche Ihnen allen heute jetzt noch einen schönen Sonntagabend und
bleiben Sie gesund. Ich denke, das ist immer der Gruß, den wir jetzt haben. Wenn Sie an weiteren Veranstaltungen interessiert sind, gibt es einen Flyer, den können Sie bei uns bei der Touristinfo, können Sie den sich abholen für die Jahresveranstaltungen, die noch durchgeführt werden. Oder Sie gehen einfach auf unsere Homepage, die Homepage der Verbandsgemeinde Simmern. Einen schönen Abend noch. But I don't want to borrow, to have it today and to give back tomorrow. For my love is your love, and no love for nobody.